Ja, hallo liebe Rapid-Fans, willkommen zurück bei Auswärtsspiel in Hütteldorf und wir waren vor dem Spiel so optimistisch und wollten uns jetzt mit einer positiven Stimmung in der Halbzeitanalyse melden. Dem ist leider nicht so. Leider 2:0 Rückstand für unsere Mannschaft in Graz, das tut richtig weh. Ja, und das tut auch unseren drei Gästen weh. Herzlich willkommen, Ümi Korkmaz, Steffen Hoffmann und Andi Marek zurück in der Halbzeit. Uns fehlen ein bisschen die Worte jetzt gerade zu diesen ersten 45 Minuten. Wie kann man das jetzt einordnen? Für dich als Fansicht jetzt einmal. Sehr nett, dass ich anfangen darf. Ja. Man kann jetzt nicht daherkommen und nur vorher schmäffieren. Ja. Man muss auch in der Pause realistisch sein. Traurig bin ich, weil es irgendwie gar nicht funktioniert hat für mich jetzt in der ersten Halbzeit. Ich meine, der Gnasi hat manche Bälle, oder wenn ich das zurücktraue, ein Jahr, hat er die blind eine, jetzt trifft das nicht eine. Und wenn er da halt eine hat, ein oder zwei, die Chancen, die er gehabt hat, kannst du natürlich führen auch, dann schaut wieder alles anders aus. Aber vor allem jetzt habe ich das Zeug gefunden, dass das nur vor der Pause fällt. Das tut richtig weh, weil 1-0 okay, aber 2-0 ist dann schon ein bisschen schwierig. Steffen, wie hast du gesehen, die ersten 45 Minuten in Graz? Ja, wie gesagt, es ist hin und her gegangen, es waren Chancen auf beiden Seiten da, wir haben auch gute Möglichkeiten gehabt, die haben wir wieder nicht genutzt und hinten haben wir es jetzt zweimal einfach richtig, richtig schlecht verteidigt. Sie kommen bei beiden Toren sehr frei zum Kopfball und das darf uns eigentlich nicht passieren und deswegen ja, haben wir jetzt den Spielstand, den wir haben. Ümit, deine Ansicht von diesen ersten 45 Minuten? Ja, wie gesagt, wenn der Gnasi die zwei Möglichkeiten, die er hat, reinmacht, schaut das ganze Spiel anders aus. Natürlich dann durch einen Standard 0-1, 1-0 hinten und das zweite kurz vor Pause bricht dich. Ne? Aber zweite Halbzeit, wer weiß, auf zur nächsten Runde. Das hoffen wir alle. Gehen wir kurz zu den zwei Toren. Steffen, du hast das schon angesprochen. Viel Platz für die Stürmer. Wieder das erste Tor nach einer Standardsituation. Jetzt weiß man, Sturm Graz ist sehr stark. Er zieht die letzten 4 Treffer aus direkten Freistößen und hält bei 5 Saisontreffern aus direkten Versuchen. Also bei direkten Freistößen sehr gut. Jetzt auch bei einem indirekten Freistoß sehr, sehr gut. Aber woran liegt es, dass unsere Mannschaft im Moment defensiv bei Freistößen nicht so gut agiert? Also woran es liegt, kann ich nicht sagen, weil ich nicht dabei bin. Aber
es schaut einfach nicht gut aus und jeder weiß, wie wichtig Standards im Fußball sind, dass sie dann gerade bei solchen Partien, wo es wirklich eng ist und hin und her geht, einfach das Entscheidende sein können in jeder Partie. Ich denke, beide Mannschaften haben spielerisch nicht wirklich ein Feuerwerk abgelassen, aber sind doch beide zu Chancen gekommen und Sturm hat es dann halt bei dem seitlichen Freistoß genutzt. Der war vom Janscher sehr gut geschossen, so in der Endeinstellung sieht man dann, dass der Leo eigentlich zwischen drei Sturmspielern steht und da stimmt dann irgendwas nicht. Du hast es angesprochen, dieser Freistoß war Minute 35, Stefan Hillender, der Torschütze, und dann jetzt in der Nachspielzeit noch Kitteschwili zum 2:0. Was geht da jetzt in einem Spieler vor, wenn man kurz vor der Pause auch noch ein Tor kriegt und man weiß, man ist jetzt 2:0 hinten? Wie geht man da jetzt raus in der zweiten Halbzeit? Was muss sich da ändern? Also, zu meiner Zeit hätte ich mir gewünscht wahrscheinlich, dass der Trainer mich rausnimmt, ne? Aber, ja, also, wenn ich kurz vor der Pause noch ein Tor kriege, 1:0 kann man schon hinterherlaufen und mit einer Euphorie, mit einem Mut. 2:0 ist schon eine harte Sache und du spielst auswärts. Aber natürlich, jeder Profi hat seine eigene Einstellung und mit der Einstellung muss er raus und die Partie halt umzudrehen. Schauen wir mal auf die Statistik. Wir haben einige Zahlen von den ersten 45 Minuten. Da sehen wir zum Beispiel Ballbesitz ganz ausgeglichen. 50-50 fast, also 49,9 zu 50,1. Schüsse aufs Tor 2:1 für die Grazer. Passquote auch ausgeglichen, 70%. Zweikampfquote ein bisschen besser bei unserer Mannschaft. Also ziemlich ausgeglichen, aber die Tore, die hat Sturm gemacht leider. Warum? Naja, sie haben es gemacht. Wir haben schon gesagt, wir hätten es auch machen können. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Aber irgendwie finde ich, dass es auch hinten nicht passt. Mhm. Vielleicht mit der Kommunikation, wir spielen jetzt nicht drin, so wie wir sind jetzt nicht direkt im Spiel drinnen, aber zu viele Lücken, die Abstände sind zu groß. Und 4-2. Einer flankt 4-2. Vielleicht liegt es an der Kommunikation, ich weiß nicht, vielleicht passen die Innenverteidiger nicht aneinander, die Spieltypen oder die Charaktere. Irgendwo ist halt ein Fehler, ne? Lass mich eine Frage stellen an dich jetzt, Steffen. Kann man, weil vom System her, was könnte man jetzt verändern? Was könnte man? Wir mischen uns jetzt nicht ein beim Didi, aber was könnte man verändern? Ich denke, dass wir in den gerade in den letzten Wochen immer wieder verschiedene Sachen gehabt haben. Natürlich könnte man auf eine Viererkette umstellen und vielleicht noch einen Offensiven mehr mit reinbringen. Wie gesagt, es ist schwieriger. Ich glaube, wenn der Korki wäre rausgegangen, ich wäre sauer gewesen, hätte man wahrscheinlich ein paar Spieler geschimpft in der Kabine. Aber dann wären wir trotzdem rausgegangen und wollten das Spiel noch gewinnen, weil die Jungs wissen auch, wie der WRC gespielt hat. Da bin ich von überzeugt. Und sie wissen auch, was es bedeutet, wenn wir heute nicht gewinnen, dass das ganz eine enge Geschichte wird. Mit dem dritten Platz. Und vom zweiten braucht man dann fast gar nicht mehr reden. Und deswegen heißt jetzt zweite Halbzeit eigentlich nur noch Vollgas nach vorne. Weil ob wir jetzt noch eins kriegen, das ist wurscht. Wir müssen in Graz was mitnehmen und wir sollen da was mitnehmen. Und wäre eine schöne Geschichte. Sie werden schon rausgehen. Also ich bin immer der Zweckoptimist und sage, jetzt muss schnell ein Anschlusstreffer gelingen und dann ist noch alles möglich. Ich habe eine andere Frage. Der Herr Dürrl, der dort alles checkt, der hat versprochen, dass wir ein Ümit-Tor noch sehen. Gibt es das in der Pause? Für alle, die vor dem Spiel nicht dabei waren, das Außerspielhütteldorf Vorberichterstattung war sehr, sehr interessant, mit noch besserer Stimmung als jetzt leider. Mit vielen lustigen Fakten, Statistiken und viel mehr Geschichten vor allem. Könnt ihr nachschauen auch schon auf Rapid TV, natürlich auf Facebook. Und da kam die Frage auf, Ümit Korkmaz, sein erstes Tor hat er gegen Salzburg erzielt. Damals am 23. März 2008 beim 7:0. Und ich glaube, es war das 3:0, Ümit. Mhm. Und da gab, und der Stefan erzählt, der Ümit wusste gar nicht, wie man gescheit jubelt, weil er noch nie ein Tor geschossen hat. Nach dem Lasttor war das auch. Ich würde sagen, schauen wir mal rein. Wir haben die Szene ausgegraben aus dem Archiv. Und sollten jetzt dieses 3:0, zwischenzeitliche 3:0 von Ümit Korkmaz sehen. Vorarbeit Steffen Hoffmann hier mit dem wunderbaren Pass auf die andere Seite und dann Ümit Ballannahme und hinein. Und was macht er jetzt? Ich rennt alle nieder. Du rennst alle nieder.
Ich weiß gar nicht. Wenn du mich heute fragst, ich kann mich nicht mal erinnern, was ich gemacht habe. Mhm. Einfach zurück sprinten und ich sprinte. Kartorjubel, Kaffee. Damals Timo Ops. Mhm. Ja, genau. Und in der Verteidigung, da gibt es auf Sky, wenn man das, wenn man es ja immer wieder sich anschaut, und da sagt der Thomas Drugeschitz von Sky, aber immer, was machen denn Sekai und Vargas heute? Weil das waren die Innenverteidiger. Und die haben sie jetzt. So jetzt, Cahin, jetzt zeigen wir es aber. Oh. Blind drauf gehabt. Mhm. Links, so. Da schau, da schau, da schau. Ja, ja, ja. Da schau her. Wo ich auf der Flucht ist er. Das gibt's ja nicht. Wenn dich der Jimmy nicht niederreißt, rennst du heute noch. Wir hoffen, dass sich unsere Mannschaft auch hoffentlich in der zweiten Halbzeit ähnlich freuen kann. Korke wäre zu Fuß schneller in Wien-Hütteldorf gewesen, wie wir mit dem Bus nach Jimmy nicht aufhält. Gut, aber jetzt volle Kanne, zweite Spielhälfte, oder? Ja, hilft was nicht. Würdet ihr ändern? Wir sehen hier die Ersatzspieler, Paul Gartner, Stefan Auer, Ercan Karra, Dejan Petrovic, Srdjan Graubac, Dragoljub Ljubsavic und Mili Ibrahimoglu. Wenn du kennst einige junge Spieler vor allem auch, wen könnte man jetzt schon reinhauen auch zur Pause? Also ich glaube, dass Karra sich am Mittwoch gezeigt hat, dass er sich verdient hat, reinzukommen. Ein Spieler, der vorne wirbelt, der Gas gibt, der alles attackiert, was sich bewegt. Und Sturm war ja in der Defensive auch nicht wirklich so sattelfest. Mit Melich hast du einen Spieler, Ibrahimoglu, der Linien übertrippeln kann, gerade gegen Gegner, die dann tief stehen. Savic ist ein Außenbahnspieler, links oder rechts, eher links, der nach innen trippelt, der schnell ist, der wendig ist. Der am Gegner auch Probleme machen kann, aber ob das für die Jungs dann auch immer die richtige Partie ist, bei 0-2 reinzukommen, ist halt die Frage. Es kann gut gehen, muss aber nicht, aber was viel haben wir jetzt nicht mehr zum Verlieren bei 0-2, also normalerweise heißt es jetzt alles nach vorne. Merkt man, gehen wir auch zu Sturm kurz, merkt man da eine Veränderung? Neuer Trainer, beziehungsweise Interimstrainer jetzt? Steffen? Also ich habe mir in letzter Zeit wenig Sturmspiele angeschaut, weil ich eigentlich von ihnen beim Heimspiel gegen uns habe mir gedacht, das schauen wir nicht mehr so oft an, Sturm. Sie waren sicher deutlich besser wie beim Heimspiel, aber man merkt natürlich trotzdem, dass eine gewisse Verunsicherung bei ihnen ist und sie nicht so überragend sind, dass sie jetzt unbedingt 2-0 gegen uns führen müssen. Alles klar. In diesem Sinne, jetzt noch einmal die Einladung. Es gibt trotzdem etwas zu gewinnen, in jedem Fall, und zwar bei unseren Gewinnspielen. Ihr habt die Möglichkeit, ein Otterkringer Rapidbier zu gewinnen, wenn ihr bei unserem Tag-and-Win-Gewinnspiel mit dabei seid. Einfach euren Freund, eure Freundin markieren in den Kommentaren auf Facebook, YouTube oder unter skrapid.at/Gewinnspiel und dann könnt ihr ein Otterkringer Rapidbier gewinnen. Und wir verlosen heute auch bei unserer Gewinnspielfrage auf skrapid.at/Gewinnspiel das Rapid Powerbank zum Aufladen des Smartphones. Und hier ist die Gewinnspielfrage: Wie viele Tore hat Steffen Hoffmann in seinen 44 Spielen gegen Sturm Graz erzielt? Wenn es wisst, skrapid.at/Gewinnspiel. 5 Minuten könnt ihr noch mitmachen, denn nach dem Spiel werden wir dann die Sieger bekannt geben. Ich hätte noch was. Ja. Großes Danke an alle, die jetzt zuschauen. Ja. Weil du hast gerade zuerst gesagt, es sind sehr viele wieder, was wir sehen. Sehr, sehr viele. Und das finde ich großartig, wenn man in der Pause so quasi von Sky zu uns schaut oder wer jetzt nicht Sky hat, dass er extra auftrat in der Pause. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und ich glaube, wenn wir uns wieder melden oder ich wünsche mir es, dass wir besser drauf sein können. Eines ist klar, das Tippspiel gewinnt für uns heute niemand. Das ist klar. In diesem Sinne, danke fürs mit dabei sein jetzt in der Halbzeitpause. Die Stimmung war nicht so gut, aber wir hoffen alle, dass es nach dem Spiel besser ist. Um 21.15 Uhr melden wir uns wieder mit der Analyse bei Auswärtsspiel in Hütteldorf. Jetzt Daumen drücken bitte für unsere Mannschaft. Es ist noch alles möglich, aber natürlich braucht es jetzt eine Leistungssteigerung. Wir melden uns nach dem Spiel und wir freuen uns, wenn wir uns dann hoffentlich gemeinsam freuen können.